Freundinnen und Freunde, verehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Kundgebung. Anja Kofbinger und ich, wir als Lesben- und Schwulenpolitische Sprecher der Fraktion im Abgeordnetenhaus, stehen wir hier nicht nur als Grüne, sondern eben auch als Vertreter des Parlaments. Wir haben uns nämlich letztes Jahr mit einem Beschluss des Abgeordnetenhauses dazu verpflichtet, überall dort, auch international, wo die Menschenrechte von Lesben, Schwulen und Transgender missachtet werden, offen in Protest zu treten und auch Maßnahmen zu ergreifen. Diese ist festgelegt worden in dem Beschluss, der ursprünglich als Aktionsplan gegen Homophobie von uns gestartet, dann als Initiative Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt letztes Jahr vor gut einem Jahr beschlossen wurde und der heute später in der Senatsverwaltung mit einem Auftakt, mit einer Auftaktveranstaltung offiziell in Kraft treten wird. Am Aktionstag gegen Homophobie protestieren wir nicht nur wie auch die vergangenen Jahre gegen Homophobie hier im eigenen Land und auch in Berlin. Noch immer haben wir viele Gewalttaten, die wir beklagen müssen gegen Lesben, Schwule und Transgender. Und wir hoffen, dass die Maßnahmen, die jetzt mit 2,1 Millionen beschlossen worden sind, die nächsten beiden Jahre auch ihre Wirkung zeigen. Heute stehen wir aber hier vor der ugandischen Botschaft, um dagegen zu protestieren, dass international, während wir hier um Gleichberechtigung in der eingetragenen Lebenspartnerschaft noch kämpfen oder um wirksamen Antidiskriminierungsschutz, dass international noch immer Lesben und Schwule Gefängnisstrafen drohen bis hin zur Todesstrafe für homosexuelle Handlungen. Derzeit ist dieser Gesetzentwurf in Uganda in der Beratung und wir werden erst dann unseren Protest zumindest in Sachen Todesstrafe einstellen können, wenn wir sicher wissen, dass dieses Gesetz so nicht beschlossen wird. Aber es bleibt wahrscheinlich lange Haftstrafen bis vielleicht sogar lebenslänglich, was dann im Gesetz stehen wird. Und auch das ist natürlich völlig unakzeptabel. Wir haben darüber hinaus in vielen anderen Ländern noch immer die Todesstrafe, zum Beispiel im Iran und in afrikanischen Ländern wie Mauretanien, Nigeria und den Sudan. Und es gibt noch viele Staaten, wenn ich richtig gezählt habe, mindestens 27 allein in dem afrikanischen Kontinent, wo teils lange Haftstrafen drohen für homosexuelle Handlungen. Wo bleibt hier eigentlich der Aufschrei der internationalen Politik, auch der Kirchen? Und ich habe beim ökumenischen Kirchentag nicht viel zu diesem Thema vernommen, obwohl es eigentlich ein Menschenrechtsskandal ist, der leider fortwährend anhält, ohne dass die Politik sich dieses Thema auf die Tagesordnung setzt. Wir wollen das ändern, wir werden da dranbleiben und wir hoffen, dass auch die heutige Aktion den Fokus auf dieses Thema stärker legt, damit vielleicht auch die Zeitung mit den vier großen Buchstaben, die hinter uns ihre Heimat hat, vielleicht mal eine Titelstory zu diesem Thema macht. Ich wünsche unserer Aktion hier viel Erfolg. Ich hoffe, es sind auch einige da, die sich gleich küssen. Mein Mann ist leider noch im Flieger und deswegen werde ich heute nicht am Kuss teilnehmen. Und jetzt übergebe ich an den nächsten Redner. Vielen Dank, Thomas Birk.